von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Jeden Sonntag haben wir für euch ein neues Programm mit Neuigkeiten rund um die Region vorbereitet. Was uns diesmal erwartet, sehen wir uns in der Übersicht an. Heiße Matches. Bei den Austrian Youth Open gastierte die Jugendtennis-Elite in Kufstein. Hitzige Debatten. Schoki ist auf seinem Stammtisch weit entfernt von einem Sommerloch. Heitere Feier. Beim Sommerfest von Dettendorfer herrschte ausgelassene Stimmung. Das Sparkasse Austrian Youth Open in Kufstein hat sich schon längst als größtes Jugendtennisturnier in Österreich etabliert. Auch heuer, bei der 52. Auflage, lieferten sich Nachwuchsspieler aus aller Welt wieder packende Matches auf dem Court des heimischen Tennisclubs. Aufschlag für die Austrian Youth Open gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Also ich schaue Kufstein TV super gerne daheim auf der Couch. Am meisten konsumiere ich über Social Media, einfach wenn ich gerade unterwegs bin. Ich kenne es eigentlich über die Website, bin da durch Zufall drüber gestolpert. Und Regionalinformationen sind sicher sehr interessant. Ich liege auf der Couch und schaue QTV. Und ich finde das super. Ich schaue QTV. Was schaust du? Ich schaue QTV. Was schaust du? Immer das Neueste aus der Region erfahren. Empfangbar in über 30 Gemeinden. Oder weltweit übers Internet. Darum schau ich Kufstein TV. Werbung Ende! Auch in diesem Jahr fand in Kufstein über 9 Tage hinweg das größte Jugendtennisturnier Österreichs statt. Wir sind da heute bei den 52. Sparkasse Austrian Youth Open in Kufstein, auf der Anlage vom TC Sparkasse Kufstein. Wir führen das 52. Turnier durch mit 44 Nationen, 317 Teilnehmern. Besonders an dem Turnier ist, dass wir wirklich sehr international sind und schon namhafte Größen rausgebracht haben. Dominik Thiem, Steffi Graf, Boris Becker, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und viele mehr haben alle hier in Kufstein gespielt und teilweise auch gewonnen. Und es ist eine sehr familiäre Atmosphäre hier und jeder kommt jedes Jahr gerne wieder. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, dieses Jahr Staatsmeister zu werden und jetzt die Austrian Youth Open zu gewinnen. Ich spiele sehr viele internationale Turniere, um halt Erfahrung zu sammeln und besser zu werden. Und deswegen bin ich hier in Tirol für das Tennis-Turnier. Für den zukünftigen Nachwuchs haben die aufstrebenden Tennisasse bereits wertvolle Tipps parat. Auf jeden Fall das Wichtigste ist im Kopf immer positiv bleiben und immer bis zum Ende fighten. Das ist das Wichtigste. Beim Tennissport finde ich es cool, dass man alleine am Platz steht und alleine fighten muss und niemand einem jetzt helfen kann in der Situation, in der man gerade ist. Also bei der U12, da gibt es kein Ranking, da kann man sich einfach anmelden und dann wäre First Come, First Serve. Und bei der U14 gibt es wie bei den Profis eine Weltrangliste bzw. eine Europarangliste,
über die man sich qualifiziert für dieses Turnier. Und bei der U14 haben wir heuer sogar auch die Nummer 4 aus Europa dabei, das ist der Nagel Heyer aus Deutschland. Der war jetzt vor kurzem, also gerade letzte Woche war er in Wimbledon, war er bei einem Einladungsturnier eingeladen, also das ist ein sehr guter Spieler. Meine persönlichen Highlights sind eigentlich jedes Jahr wieder, wenn dann die Trainer und wiederkommen von Australien, von Neuseeland, von Schweden, aus Amerika und überall. Und wenn sie sich die freuen, wenn sie uns wiedersehen und wenn sie wieder hier sein können mit ihren ganzen Kindern und haben einen riesen Spaß und genießen mit uns dieses Tennisfest. Nächste Woche auf Kufstein TV. Basketballturnier am Fischergries. Ob es um die heimische Jagd, die Debatte um vegane Gerichte bei Festen oder die Benennung verschiedener Brücken ging. In Kufsteins Politiklandschaft herrschte in den letzten Wochen alles andere als Sommerruhe. Unser Stammtischabgeordnete Hans Suchowski kam deshalb ordentlich ins Schwitzen. Hier ist die neue Folge von Schuckis Stammtisch. Schucki, auf heißer Spur an den Stammtischen. Dort, wo kadert, gesudert und krogascht wird. Nicht nur im Hohen Haus in Wien, im Landtag in Innsbruck, nein, auch im Gemeinderat haben sich die Mandatare in ihre Sommerpause zurückgezogen. Nichtsdestotrotz gibt es noch genügend Themen, die an den Stammtischen besprochen werden. Also keine Angst, die Diskussionen gehen nicht aus. Den Großteil liefert die Politik und damit ein herzliches Grüß Gott zum Stammtischler. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wird sich vielleicht der Forstreferent der Stadt Kufstein denken, hat er sich doch mit seinem Vortrag über die Vorteile der Eigenbewirtschaftung der Jagd im Kaisertal durch die Stadtgemeinde Kufstein sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Im Nachhinein hat ihm dieser Werbeauftritt keinen guten Dienst erwiesen. Denn wie es kürzlich bekannt wurde, hat man in der Eigenjagd der Stadt Kufstein genau die gleichen Probleme, die man dem Jagdpächter im Kaisertal angreifte. Die Abschlusszahlen im eigenen Revier stimmten auch nicht und wurden bereits von der Behörde eingefordert und auch bestraft. Eine absolute Steilvorlage für die Opposition, die sicher noch in den kommenden Gemeinderatssitzungen für die eine oder andere Anfrage sorgen wird. Manchmal versteht man als Außenstehende viele Dinge nicht, die sich in den Gemeinderatssitzungen abspielen. Eine Debatte über vegetarisches Essen bei den von der Stadt durchgeführten Veranstaltungen, die sich über fast 40 Minuten wie ein Kaugummi hinzog, ist vollkommen entbehrlich. Dies könnte man ohne großes Aufsehen und ohne Tagesordnungspunkt in diesem Gremium auf eine andere Art und Weise lösen. Kokolores in Reinkultur könnte man diese Debatte durchaus betiteln. Klimafreundliche Anreise, Mülltrennung und andere Dinge werden bereits in vollem Umfang umgesetzt. Den Vereinen weitere Punkte wie vegetarisches Essen anzubieten oder vorzuschreiben, übersteigt unserer Meinung nach aber die Kompetenz des Gemeinderates und des Standortmarketings. Denn über eines sollte man sich einig sein, ohne die Vereine würden einige Feste nicht funktionieren. Nachhaltigkeit ist in Ordnung, aber immer auf Kosten der Clubs wird sich auf die Dauer nicht ausgehen. Für die Mitwirkenden wird es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. Mit immer weiteren Anforderungen werden diese auch bald den Hut schmeißen. Mit wer will, kann, fährt man sicher besser als mit muss. Gratulation an alle, die sich im Gemeinderat gegen diese Anträge gestellt haben. Ein Satz von Viktor Görner, der zu dieser Situation sagen würde, ich liebe veganes und vegetarisches Essen, wenn ein Stückchen Fleisch dabei ist. Stadtmagazin, eine durchaus gelungene Art, die Kufsteinerinnen und Kufsteiner über das Geschehen in der Stadt zu informieren. Zudem kann man auch immer Wissenswertes und Lehrreiches
darin erfahren. Die Stammtischler wussten zum Beispiel nicht, dass unser Jungstadtrat von der MFG der einzige mit einem wirtschaftlichen Hintergrund ausgestattete Mandatar im Stadtrat ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass er allen anderen, die mit ihm im Stadtrat sitzen, die nötige Kompetenz abspricht. Ein wenig anmaßen, wie wir finden. Als grobe Missachtung des Gemeinderates oder als Verhöhnung desselben ist auch ein erneuter Antrag des Mandatars zu werten. Nachdem er bei einer vorhergegangenen Sitzung diesen Antrag mit fast gleichem Wortlaut schon einmal zur Abstimmung brachte und damals mit 20 zu einer Stimme durchfiel. Auch dieses Mal wurde der Antrag nona abgelehnt. Wie man ihn kennt, wird er diesen Antrag wahrscheinlich noch x-mal stellen, unter dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wirtschaftlich gesehen eine pure Verschwendung von Energie. Einen heißen Sommer wird es auch in Wörgl geben. Der umtriebige Bürgermeister wird im Herbst alle Hände voll zu tun haben, um seine Projekte umzusetzen. Keine leichte Aufgabe, vor allem weil er in vielen Bereichen keine Ahnung hat, wie sie umzusetzen sind. Allein die 4 möglichen Varianten beim Schwimmbad, Neu-, Um-, Hin- und Herbau, werden ihm einige graue Haare bescheren. Vor allem auch deshalb, weil es vom Land noch immer keinen Badeanstaltenplan gibt. Ungemach scheint auch die geplante Schließung der Wohnstube einer Tageseinrichtung für Demenzkranke zu verursachen. Das Primärversorgungszentrum und die Umgestaltung des Ortskernes sind weitere Projekte, über die er jetzt in den Sommerferien Zeit hat, nachzudenken. Wir wünschen ihm eine schöne, erhellende, durchführbare Idee und Gedanken. Noch einmal zurück nach Kufstein, wo ein einstimmiger Beschluss im Gemeinderat für Wirbel im Netz sorgte und immer noch sorgt. In diesem Beschluss ging es darum, die Kufsteiner Brücken mit Namen zu versehen. Mit Namen bekannter, berühmter Frauen, die in unmittelbarer Nähe zur Stadt Kufstein stehen. Im Gemeinderat durchgewunken fühlt sich ein User bemüßigt, alles im Stile von Max und Moritz zu zerlegen und zu kommentieren. Andere, die nicht seiner Meinung sind, benennt er in seinen Postings gerne als Experten. Dabei geht es ihm in seinen Artikeln gar nicht mehr um die Brückennamen, sondern eher um den Versuch, gegen den Kulturreferenten mobil zu machen. So wütet er, wie auch in vielen anderen Bereichen, wie das Rumpelstilzchen durch das Netz. So, genug für heute von Wichtigem und Unwichtigem, von den Stammtischen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und Prost. Nächste Woche auf Kufstein TV. Das mittlerweile auch in Kufstein groß vertretene Speditionsunternehmen Dettendorfer ist seit mehreren Generationen ein wichtiger Arbeitgeber im Umkreis. Von Mitarbeitern besonders geschätzt wird das jährliche Sommerfest der bayerischen Logistikfirma. Unsere Eindrücke von der jüngsten Feier gibt's im Anschluss an die Werbung. Werbung! Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Wir sind jetzt hier auf unserem Sommerfest. Wir haben da eine wunderbare Stimmung. Es ist jung und alt da. Eigentlich ist es ein Familienfest, wie sich das für die Firma Dettendorfer schon seit Jahren gehört. Und das ist halt schon was Besonderes, wenn man sagt, da haben wir jetzt einmal einfach miteinander das schöne Wetter, die schöne Kulisse und ein schönes Fest genießen. Und lassen es uns einfach mal gut gehen. Mit Weihnachtsfeiern, mit Sommerfesten und so weiter haben wir alle wieder so Sachen gehabt. Und das ist einfach mit den jungen Leuten, mit der Familie, mit den Arbeitskollegen sowas feiern, das ist einfach ganz was Besonderes. Es ist das Schönste, wenn alle vor der Arbeit noch schon langsam Platz verlassen und weggehen. Und dann trifft man sich unten und dann hat man Gaudi am Tisch. Ja, super Bombenstimmung, also es ist sehr viel los, wie man sieht. Alle haben Hunger, die sind alle durstig und ja, wir hoffen, dass die alle
sehr lange halt noch bleiben. Ich würde sagen, die Festel haben ein ziemliches Highlight, auch die Weihnachtsfeier. Da haben wir immer einen Spaß und jeder ist lustig drauf. Die Stimmung ist sehr gewaltig. Ich bin schon einige Jahre dabei und wird immer besser. Vor allem haben die ganzen Zweigstellen einmal da, die man das ganze Jahr nicht sieht. Und auch viel, was das ganze Jahr bloß die Namen hörst, siehst du endlich einmal die Gesichter. Ja, kulinarisch ist auch viel geboten, vom Händel über die Currywurst bis hin zur Pizza. Besonders freue ich mich, dass die Leute so gut drauf sind und einfach gern bei uns arbeiten. Besser geht's nicht. Das ist das Schönste, was man eigentlich erleben kann. Mit diesen stimmungsvollen Bildern verabschieden wir uns für die aktuelle Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Kufstein TV.